Hallo, hallo, schon seit 14 Tagen bin ich zur Kur in Franzensbad. Am Telefon will ich drum fragen, was sich zu Haus begeben hat. Nichts von Bedeutung, werte Frau Direktor, es geht zu Hause ganz famos. Da fällt mir ein, der gnädige Herr Direktor fuhr gestern mit dem Wagen los. Ein Bauernhaus mit festen Mauern ward umgelegt mitsamt dem Bauern. Aber ansonsten, werte Frau Direktor, ist alles gut und tadellos. Ich bin betroffen und ganz entsetzt und konsterniert. Mein armer Mann, ach, sag es offen, ist nicht auch ihm etwas passiert? Aber nichts von Bedeutung, werte Frau Direktor, es geht zu Hause ganz famos. Ganz unverletzt blieb unser Herr Direktor, hin ist das neue Auto bloß. Statt siech und krank im Hospital drin, sitzt er gesund im Kriminal drin. Aber ansonsten, werte Frau Direktor, ist alles gut und tadellos. Hallo, hallo, schon, das ist ja schaurig, da fällt die arme Blut mir ein. Das gute Kind ist wohl sehr traurig, so ohne Vater ganz allein. Och, nicht von Bedeutung, werte Frau Direktor, es geht zu Hause ganz famos. Bei Fräulein Lou, ein Glücksfräulein Direktor, ist die Verzweiflung gar nicht groß. Weil sie, bevor ihr was bekannt war, mit einem Boxer durchgebrannt war. Aber ansonsten, werte Frau Direktor, ist alles gut und tadellos. Hallo, hallo, John, das ist ja schändlich, das ist zu viel des Unglücks fast. Um Gottes Willen, jetzt sag mir endlich, ob du mir nichts verheimlicht hast. Nichts von Bedeutung, werte Frau Direktor, es geht zu Hause ganz famos. Der gnädige Herr, sagt mir der Wachinspektor, kriegt für Betrug 3 Jahre bloß. Die Möbel sind schon weggeführt, mit Pfändungsmarken reich garniert. Dabei hat leider man entdeckt die Dollars, die im Schrank versteckt. Die Steuerstrafe ist nicht groß, 200.000 Schilling bloß. Zur Deckung hat man drum bereits gesperrt das Konto in der Schweiz. Aber ansonsten, werte Frau Direktor, ist alles gut und tadellos.